Das ist einfach größer und du merkst einfach, die Qualität ist einfach eine andere. Also es ist ja verständlich, klar. Ich meine, das ist ja ein Riesenunterschied zwischen dritte und erste Liga und ich glaube, an das Niveau muss man sich auch erstmal rangewöhnen und einfach, dass alles viel schneller geht. Und das trainiert einem auch, glaube ich, jetzt schon in den ersten zwei Tagen hat man es, glaube ich, gemerkt, dass er eben gut antrainiert auf jeden Fall. Ja, also mit Lukas, Rambo und Lombo war ich ja jetzt im Torwarttraining recht viel zusammen, sodass ich die mit am besten jetzt schon so ein bisschen einschätzen und kennen kann. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein super Team, mit dem man klasse arbeiten kann und auch da super herzlich aufgenommen von jedem Einzelnen. Ich glaube, da kann man viel lernen von und pusht sich gegenseitig aber hoch, darauf kommt es ja am Ende auch an. Das ist ein riesen Step von der dritten in die erste Liga und einfach dieses Niveau, weil es halt immer so ein Kindheitstraum ist, willst du mal Bundesliga spielen. Klar, auf Dauer ist es das Ziel, auch spielen in der Bundesliga, aber am Anfang, um realistisch zu sein, muss man ja sagen, erstmal muss ich mich an das Niveau gewöhnen, muss ich ans Tempo gewöhnen und dann kommt alles so, wie es kommen soll. Ein Team, was Ziele hat, was erfolgreich sein will und ja, das trifft ja auch auf mich zu und ich glaube, das ist für die Entwicklung, so wie es vom Umfeld ist, wie es vom Verein ist, von der Mannschaft ist, glaube ich, besser nicht für mich sein konnte und von daher war es kein großes Thema, woanders hinzugehen. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist einfach das Tempo und auch vom Kopf das Tempo her, weil einfach alles viel schneller gehen muss, auch alles viel schneller geht automatisch und darf sich halt keine Fehler erlauben im besten Fall. Klar, es ist fordernder, als ich es jetzt gewohnt war aus der dritten Liga. Aber ich meine, dafür bin ich ja auch da, um das weiterzuentwickeln. Und ja, war auf jeden Fall ein guter Anfang und wird auch weiter so gut gehen, glaube ich.